Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Guck mal, wen ich da oben erspäht habe. Ja, da oben ist Broly. Aha. Okay. In der letzten Folge haben wir Parallelquests gemacht und heute werden wir auch damit weitermachen. Aber erstmal möchte ich Broly hier ansprechen, um zu gucken, ob ich bei der, ob ich bei denen trainieren kann. Also der kommt auf den Zug geflogen. Kakarot? Nein, wer bist du denn? Du kannst es nicht lassen, oder? Ich habe selten jemanden so lebensmüdes gesehen. Was? Okay. Ich bin viel mehr gespannt. Na toll. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen, ich will dein Training. Ich will, dass du mich trainierst. Au. Ist ja da einfach in der Luft am Chillen gewesen, ey. Ich heiße nicht Kakarot. Ich merke mich jedes Mal an, wenn ich einen Angriff mache. Ups. Abgewehrt. Nein. Super. Strom. Schlag. Nein. War nicht getroffen. Bist du groß, was? Okay. Wenn ihr euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen. Das würde uns allen etwas bringen und froh stimmen. Mit allen meine ich mich. Okay. Kakarot! Oh, tschüss. Das habe ich schon im vorletzten Part oder so gesagt, weil letzten Part aber durch die japanische Version von seinen Verwandlungen an. Ist echt furchteinflößend. Der Schrei von dem. Okay, kannst du mich jetzt trainieren? Muss ich dir 12 Mal auf die Birne geben? Du traust dich was? Vergiss es. Wenn ich hier bleibe, kommt Kakarot schon früher oder später. Ich erwarte dich, Kakarot. Oh, Kakarot. Was? Kann ich und bist du denn? Mir kann nur von Wünschen und Träumen leben und Geld haben wir verloren. Okay. Wieso kommt so wieder auf mich zugeflogen? Muss ich hier an verschiedenen Orten oder so finden oder irgendwie so ein Dreck? Boah. Guck das nächste Mal, ob du hier immer noch da bist, aber. Ich mache eine Parallelquest, dann gucke ich mal, wo ihr immer noch rumfliegst. Bitte, so wird das irgendwie sein, ne? Sie ein paar Mal besiegen und dann scheiße ich das leer frei, irgendwie sowas. Okay, weiter mal hier. Son Gohan, Goten, Trunks, Goku, Vegeta und Gogeta. Nachwelschlag kriegen wir davon. Was? Also so ein Angriff, den wir schon Ewigkeiten hätten kaputt hauen sollen. Warte mal, wir tun mal so machen. Wo ist Broly? So nehmen die Charaktere, gegen die wir auch gekämpft haben. Zell kann ich offscreen noch hochleveln. Ist kein Ding, also. Warte mal. Mal so ein bisschen so in das Spiel ja reinleben. Wach auf! Oh, so seid ihr alle. Wer will sterben? Ich nicht. Warum kriegt er jetzt schon auf die Fresse? Oh, und ha. Ja. Ja, nicht heulen, ich bring's doch noch um. Weil ich tue dich ja nur ganz feste Schlagen, bis du aufwachst. Uff. Nee. Hi. Nein. Weil sich.
Oder kämpft er jetzt an meiner Seite? War sehr gut. Dann will ich noch besser. Alter. So, jetzt kann ich. Jetzt kann ich dir auf die Fresse gehen mit dem Super Strom Schlag. Farbe kommt. Was? Warum habe ich mich da wegtapiert? Ja, Trunks, komm zu dir. Damit wir Son Gohan platt machen können. Dann wollen wir auf. Lass das. Lass mich dich endlich mit blauen Klamotten hier freischalten. Nicht wahr sein, als ich hier schon die Nerd-Version aus Dragon Ball Super vor dir freigeschaltet habe. Also auch schon ein gutes Zeichen, oder? Oh. Oh, Leute, die mich ignorieren, ne? Okay. Okay. Ah. Kingdom Hearts Logik. Du bist hier, ich bin auch hier, wir kämpfen. Ja, ich wusste es. Kann ich einziges Mal mich hinter dich teleportieren, ohne dass du mich konterst? Nur muss ich mir diesen blöden Trip von dir ansehen. Wer hat schon wieder mein Angriff hier durchbrochen? Ja, super, Blitz, Stromschlag. Ich habe das Gefühl, ich muss von Goten beschützen. Also irgendwie bin ich als einziger meine Seite hier. Ah, wird rufen. Er geht auf so einen Goten los. Kannst du es wagen, deinen eigenen Sohn zu vermöbeln? Nein. Und da der Schuss. Nein, wie konnte ich das nicht treffen? Wasser rein, Wasser raus, Wasser rein, Wasser raus. Tod leben, Tod leben, Tod leben, Tod leben. Da, ich kann das kein einziges machen. Da, das, guck ich das an. Das ist bei Son Goku unmöglich. Und jeder andere, der diesen Trick kann. Wer diesen blöden Tritt Angriff als Konter machen kann, schaffe ich irgendwie nicht zu treffen. Super Strom Schlag. Also sehr gut. Ja, kommt noch geht, dann schaffen wir auch, das ist nur eine Person. Ein Mann schlachten finde ich jetzt nicht so schwer. Ups. Ich kann wieder unter Wasser atmen. So funktioniert das nicht unter Wasser, da kann man nicht sich so rollen. Mit den Fusionstanz nicht so zeigen, hallo. Animation gibt es doch hier in dem Spiel, glaube ich. Da kann ich mal Gogeta ohne Heiligenschein freischalten, das wäre auch gut. Ich bin die ultimative Version, okay, außer Vegetto. Und Super Saiyan 4 Gogeta. Welcher ich immer noch in der Überzeugung bin, dass er der stärkste Dragon Ball Charakter ist. Kann mir nicht vorstellen, dass Bills den auch irgendwie locker fertig macht. Ich glaube sogar Bills. Ja, okay, ich rechne jetzt nicht hier so Charaktere. Alle tun ja diesen Senus. Was hat er gefragt? Verdammt.
Alle sagen natürlich hier, der stärkste Charakter im ganzen Anime ist irgendwie dieser Xenos-Charakter, der irgendwie alle Universen mit einem Schlag irgendwie vernichten kann. Ich finde, das ist irgendwie nicht so ein Vergleich. Bei Dragon Ball Super geht es ja um Götter schon. Aber der ist ja mehr oder weniger Gott unter den Göttern. Dann finde ich das jetzt irgendwie nicht so ein Vergleich. Wäre zum Beispiel ein guter Vergleich. Ja, keine Ahnung. Andere Animes gibt es wahrscheinlich auch. Ja, und kann ich irgendwie nicht mitzählen. Ja, der kann irgendwie alle Universen mit einem Schlag bekauen, aber trotzdem. Ja, auch schwachsinnig. Bleiben wir bei den Charakteren, die auch wirklich machen. Wie faul kann man denn sein? Da kann man irgendwie jeden Charakter. Man kann jedes Mal. Ich bin übrigens gleich tot. Ah. Oh Gott. Da kann er irgendwie jede Serie irgendwie ihren Charakter hinzufügen. Übrigens hat es der mächtigste Charakter im ganzen Universum. Der kann alles mit einem Schnippen töten. Ich meine, er kann Akira Toriyama natürlich machen, aber trotzdem. Ist trotzdem ein bisschen dämlich. Weil als Erschöpfer von so einer Serie kannst du alles erschaffen. Da kannst du irgendwie so einen Charakter erschaffen, ist ja kein Problem. Aber trotzdem. Was soll man mit denen machen? Es geht noch weiter, verdammt. Ich will mich noch verwandeln. Oh, sehr laut. Du schießt einfach auf. Ohne Kommentar oder so. Da wollte ich eigentlich hinaus. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich glaube, dass Bild sogar Schwierigkeiten gegen Super Saiyan Blau Vegetto gehabt hätte. Ich auch fürs neue nächste DLC angekündigt worden ist. Auf euch schon. Und Summer zu. Und Super Saiyan Rose Black Goku. Da sind mal Charaktere, auf die ich mich freue. Die Dingens hier, der Gott der Zerstörung aus Universum 6 und so, und der Meister von denen interessiert mich jetzt nicht so. Also Champa und ich glaube Bardos, die sind die beiden. Die anderen drei freue ich mich schon ein bisschen mehr. Ich frage mich nur, welche Version von Zamasu. Ich nehme an, die Kaioshin-Version. Wie heißt diese Rasse überhaupt? Kaioshin, ne? Je weiter Kaioshin aus Dragon Ball Z ist, ne? Der Lila, ne? Aber der Titel ist ja Kaioshin. Also sind das auch Kaioshins? Also von der Rasse her. Da wurde nichts irgendwie gesagt von Zamasu Black. Also die Fusion von Goku Black und Zamasu. Aber ich glaube, da waren sie noch nicht so weit, als das Spiel rausgekommen ist, oder? Ja. Wir haben noch Zeit für den dritten Teil, bestimmt irgendwann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht noch mal kaputt haben, bitte. Da, hör doch mal auf damit. Okay, ist gut, Mann. Lass mich dich zerstören. Okay, sehr gut. Der hat jetzt nur so lange gedauert, der Kampf, weil der Typ so viel ausgehalten hat. Wir haben ja nichts bekommen. Boah. Eine Quest schaffen wir noch, hoffentlich. Komm her, auf mich los. Sind übrigens auch alles neue. Alles neue Quests, glaube ich. Ultimativer Bruderkampf.
Drachenbrand. Wer sind wohl die stärksten Brüder des Universums? Wie Geschwister, die Titel für sich beanspruchen? Sie 18 und sie 17. Ja, okay. Weil sie 18 ist eine Schwester. Da fehlt irgendwie Dingens. Freezer und Cooler. Okay. Brüder. Ja, ne? Freezer und Cooler. Ja. Immer die beiden. Nice service this you. Da müssen die stärksten, kommen bestimmt so als Bonus irgendwie dazu. Da müssen die stärksten Brüder sein eigentlich. Ich glaube nicht, dass Son Goten irgendwie so stark ist wie Freezer oder Kuda. Glaube ich nicht. Ja, und Raditz zieht Son Goku natürlich runter. Und sie sitzen und sie 18 sind so, weil sie nicht durchschnittlich. So, Son Goku zieht wahrscheinlich Raditz wieder verdammt hoch. Wenn er hier blaue Kleidung Son Gohan ist, dann ist er auch nicht mehr so stark, also Son Goten ist dann auch nicht so stark. Da würde ich mir Freezer und Cooler schon so ein bisschen ausgeglichener vorstellen. Aber das bin nur ich. Ach man, was macht ihr denn da? Was gegen Cooler gerichtet? Hat gegen Cooler oder gegen Freezer gerichtet? Hat gegen Cooler, oder? Cooler hat doch eins umgebracht eigentlich. Plötzlich Cooler. Ja, wir kämpfen nur hier, okay. Oh, Lapis und Lazuli. Ich weiß nur nicht, wer ist. Ich glaube, Lapis ist 17, Lazuli ist 18. Also deren Namen, bevor sie Cybox wurden. Das ist auch nicht jeder. Schon fast stolz auf das Wissen. Wurde aber auch nie in der Serie erwähnt. Oh, komm her. Hopp. Nein. Das war dein Angriff, oder? Man kann so in einem Blitz oder Sonneangriff. So, das reicht. Super Saiyajin 2 aktiviert. Vergessen, Broly zu suchen. Der fliegt wahrscheinlich irgendwo durch die Gegend. Ne? Das ist genauso in wie Dragon Ball Xenoverse 1. Wir dominieren ihr voll den Kampf, aber trotzdem schaffen es irgendwie die Verbündeten voll viele AP zu verlieren. Oh. Hör auf, die durch die Gegend zu werfen. Übrigens, das ist dein Angriff, ne? Ich bin nicht stolz auf mich. Meine Güte. So, komm, wo? Ich glaube nicht, dass Son Goten oder Trunks stärker als Dingens sind. Als Freezer. Das würde ja bedeuten, dass sie genauso stark sind wie Trunks aus der Zukunft. Man kann es mir ja als echt nicht vorstellen. Oder da sagen, was du wolltest. Ja, ist ja das. Ach nee. So kommt er in Dragon Ball Super mal wieder vor, hier. Als Kämpfer. Ist ja locker, hier Gegner weghauen.
Ich hab geblockt, Mann. Puff. Bin die Magengrube. Und gegen die Birne. Spiel nicht mit dem Feuer. Sonst bläst es dir die Rübe weg. Wer seid ihr denn? Seid ihr auch Brüder? Hätte ich gedacht, dass Frieza und Cooler hier auftauchen würden. Epic Stealth. Okay. Und super, let's schlag, seit lange von hier, ist überhaupt dieser Angriff. Oh Mann. Ja, kommt noch was. Und jetzt, wie sonst, Bruder. Sag ich doch, ha! Ich in ihren ultimativen Form. Gold und Silber. Ja, ich weiß, wie ein Superstromschlag schmeckt. Ja, die beiden, also beiden Kollegen fragen natürlich. Ich hätte mal gerne ein normales Super-Kamehameha. Boah, krieg ich, ich könnte mir ein perfektes Kamehameha holen von Cell. So wird es glaube ich nicht kommen, ne? Ja, auf ihn los zu gehen. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, das wird jetzt nicht gut sein. Verpiss dich! Verpiss dich! Schon wieder Problem. So, zack. Oder. Wir hatten Goldfrieder ja schon so zugelegt. Boah, der geht schon. Geh ich eben auf dich los, weil du irgendwie nerviger bist, habe ich das Gefühl. Oh Gott, keine Ausdauer. Au, 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 au. Ja, dem kann ich nichts dagegen machen, Menno. Oh, jetzt super. Strom. Schlag. Und wie bist du denn jetzt schon wieder verrückt? Oh. Ja, Frieza, der kontert auch immer im richtigen Zeitpunkt, das Gefühl. Bist dich von dem. Oh. Alter, warum sind die jetzt so schwer auf einmal? Hast du nicht gerade den Boden mit denen aufgelöst? Oh. Alter, jetzt mal langsam gut. Hi. Alter, ich komme hier gar nicht mehr dazu, die anzugreifen. Die teleportieren sich mal weg. Alter! Kann ich auch mal irgendwas jetzt machen? Danke. Komm her. Kann man gar nichts dazu, hier eine Zeit lang was zu machen. Geh weg, ey. Oh. Ah, tschüss. Jetzt kommst du dran. Fristat. Buff. Jawohl. Meine Güte, das war nervig.
Ja, keine Attacke bekommen. Ey. Meine Güte. So, was machen wir jetzt die letzten 5 Minuten? Such mal nach Broly, ne? Such mal nach Broly. Vielleicht ist Son Goku auch schon hier als Meister verfügbar, aber glaube ich nicht. Vielleicht trottet ja noch irgendwer hier rum. Hier unten mal zum Beispiel jemand. Ja, der hat echt sogar irgendwas. Ja, von oben die Sprechblase gesehen. Wie, du mit kein Fahrzeug, die sind großartig, dann kann man viel besser vorwärts. Wenn du regelmäßig nach oder aus kontinuierlich reist, solltest du dir so schnell wie möglich ein Fahrzeug holen. Habe ich doch. Ja, ich sehe, hast du ein Fahrzeug? Die sind nicht sagenhaft. Irgendwie kriegt man nur ein einziges Fahrzeug, oder? Das weiß, also habe ich ein Geschenk für dich. Wilden Reiteranzug. Wie? Mach dir keine Gedanken, ich nehme gerne ein weiteres Fahrzeug, sitzt an unseren Reihen auf. So, Broly, bist du hier? Bei mir gibt es nur ein einziges Ding, ne? Ein einziges Fahrzeug, oder? Ach, ach, eins, ja. So, das. Warum gibt es nur ein einziges Fahrzeug in dem Spiel? Ich vergesse immer noch. Das war irgendwann den Computer, den PC, PS4 irgendwie auf Freitag einstellen, auf irgendeinen Tag. Irgendwie wird das nichts. Ich vergesse mal hier am Freitag weiter vorbeizuschauen. Vielleicht mache ich da in der nächsten Aufnahme mal gucken. Da, wo ist Broly? Er muss doch hier noch irgendwo durch die Gegend fliegen. Irgendjemand anders. Habe ich mich letztens erst umgeschaut. Was war Wilder Reiter? Ja. Ja, ach ja, Bulmas, genau. Hätte auch so was an, stimmt. Ich wusste nicht, dass sie wild war. Oh, Broly, bist du hier irgendwo? So, das Gefühl, ich muss dich noch mal finden. Da ist er sogar. Kann man bei ihm auch der Training starten, ausgezeichnet. Da liegt so ein Meisterzeichen in meinem Kopf. Kakarot, nein. Nein, nicht er. Du bist ein Saiyajin. Ja, auf diese Kraft auszustrahlen. Ha, stirb, stirb. Ha, du kennst ihn, du kennst Kakarot. Stell dich nicht dumm, ich warte dich. Wo ist er? Wo ist Kakarot? Willst du nicht reden? Dann will ich dich so lange auf dich einschlagen, bis du es tust. Blasterknall, gut. Können wir ihn auch hoch trainieren, gut. Ja, offscreen erstmal machen, ja. Alle Meister, die ich bisher habe, hoch trainieren. Wenn ich alles hinten noch dran gehängt werden muss und so. Brollys Prüfung, boah. Nein, du wolltest mich zu klein als hauen, du Blödmann. Das ist auch kein schlechter Angriff. Ich habe nur so einfach getroffen, weil Broly so riesig ist, ne? Brody ist voll der 90er Jahre Anime Bösewicht. Jemand so aus, weiß ich nicht, Fist of the North Star oder JoJo's Bizarre Adventure irgendwie kennen würde. So ein richtig muskelpackter Typ, der einfach voll gewalttätig ist. Der so 90er Jahre Anime. Für einen wertlosen Moment kämpfst du ganz gut. Sehr gut, dann werde ich dich noch etwas mit dem zerquetschen. Bist jetzt mal Sklave, klar, wenn du nicht sterben willst, finde Kakarot. Ich greife dich so lange an, bis du mir Kakarot bringst. Wenn du nicht sterben willst, willst du ihn finden. Verstanden? Gut, dann wird dich auch freigeschaltet. Als Meister. Okay, ich brauche noch eins.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da ist noch 4 Parts. Voller Meister. Oh Gott. Das heißt, ich schaffe 3 pro Part. Das heißt, nächstes Mal schaffen wir Cell, Broly und vielleicht Bills, Ampan, Jaco und Hits. Und dann noch jeweils 2-mal irgendwelche andere. Ich habe mir schon mal einfallen lassen. Was ihr euch vielleicht einfallen lassen solltet, ist, den Part ein Like, ein Kommentar oder ein Abo zu hinterlassen. Damit ihr meinen Kanal ein bisschen auf die Sprünge helfen könntet. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss. Warte, ich gehe mal da runter. Ja, wenn man auch. Wenn man hier XX, dann geht man auch direkt am Boden. Gut. Ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.